OpenOffice.org. Textverarbeitung, ein Dokument drucken. Schnelldruck. Klicken Sie auf das Symbol Datei direkt drucken, um das ganze Dokument zum Standarddrucker Ihres Computers zu senden. Drucken über das Menü drucken. Mehr Einflussmöglichkeiten auf den Druck haben Sie über Datei drucken. Oder Sie drücken gleichzeitig die Tasten STRG und P. In diesem Menü können Sie folgende Optionen wählen: welchen Drucker Sie verwenden möchten und die Eigenschaften dieses Druckers, zum Beispiel die Ausrichtung, welcher Papiereinzug verwendet werden und auf welche Papiergröße gedruckt werden soll. Die verfügbaren Eigenschaften sind abhängig vom ausgewählten Drucker. Welche Seiten und wie viele Kopien gedruckt werden sollen und in welcher Reihenfolge gedruckt werden muss. Verwenden Sie Bindestriche, um Seitenbereiche festzulegen, und Kommas oder Strichpunkte, um einzelne Seiten festzulegen. Auswahl ist der markierte Teil einer Seite oder von Seiten. Welche Einträge gedruckt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Zusätze, um die Dialogbox Druckerzusätze anzuzeigen. Die Seitenansicht vor dem Ausdrucken verwenden. Die normale Ansicht in Writer zeigt Ihnen jede Seite, wie sie gedruckt aussehen wird, zeigt aber immer nur eine Seite gleichzeitig. Wenn Sie ein Dokument erstellen, das doppelseitig gedruckt werden soll, wollen Sie vielleicht die zusammengehörigen Seiten gemeinsam sehen. OpenOffice.org bietet Ihnen hier als Möglichkeit die Seitenansicht. Klicken Sie auf Datei, Seitenansicht. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche Seitenansicht. Das Writer-Fenster ändert sich, um die aktuelle und die folgende Seite anzuzeigen, und erhält zusätzlich die Symbolleiste Seitenansicht anstelle der Symbolleiste Format. Klicken Sie auf das Symbol Buchansicht, um linken und rechten Seiten in ihrer korrekten Ausrichtung anzuzeigen. Um das Dokument aus dieser Ansicht zu drucken, klicken Sie auf das Symbol Seitenansicht drucken. Um die Seitenränder und andere Optionen für den Ausdruck festlegen zu können, klicken Sie auf das Symbol Druck Option Seitenansicht. Ciao und viel Glück!